Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video soll es um das neue Plugin von Soundfury gehen, und zwar Kraftuhr, was eine Kombination aus einem Saturations-Plugin und einem Clipper ist und hauptsächlich Anwendung auf der Bearbeitung von Bussen und vor allem auf dem Mastering-Bus findet. Das Ganze ist relativ praktisch, da wir in der Box eine limitierte Anzahl an guten Mastering-Tools haben, um die Lautstärke ordentlich zu pushen. Zurzeit ist es ja eher so, dass die Musik immer lauter und lauter gemastert werden soll und mittlerweile 2 bis 3 Limiter auf den Masterbussen liegen, die die Lautstärke nach oben treiben, und wir natürlich ordentlich Dynamics dafür einbüßen müssen und die Songs dann eher flach klingen und unaufregend. Soundfury will hier einen Clipper auf den Markt bringen, der durch die Saturation zusätzliche Obertöne erzeugt und den Song nicht abflachen lässt, aber ordentlich Lautstärke verspricht. Und das Ganze wollen wir uns heute mal angucken. Ich habe für euch eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt gleich ein. Das Ziel im heutigen Video ist es, das Plugin erstmal kennenzulernen, da ich selber noch nicht viel mit dem Plugin gearbeitet habe und jetzt erstmal so 1-2 Songs damit gemastert habe. Da hat mir der Sound ganz gut gefallen, aber ich möchte natürlich mit euch gemeinsam ein bisschen hinter die Kulissen schauen und gucken, wie weit wir das Ganze treiben können, bis das Plugin dann irgendwann mal schlecht klingt. Das bedeutet, jetzt habe ich für euch eine Session vorbereitet und da steigen wir jetzt ein. Let's go! Ihr kennt das Ganze schon, solange ich noch keine Kopfhörer auf habe, geht es auch noch nicht an das Soundbeispiel. Wir wollen uns erstmal die Oberfläche anschauen und das Wichtigste natürlich für uns Audio-Nerds zuerst. Das Ganze ist vollständig resizable, also ich kann die Größe des Plugins über das Ziehen in die Ecke so anpassen, dass ich die Regler und Einstellungen auch ohne Brille treffen kann und auch alles lesen kann. Und natürlich auch für die Leute, die einen besonderen Wert auf unterschiedliche visuelle Effekte legen, können wir auf dieses Kraftuhr-Logo hier oben drauf drücken und sehen, dass es dann auch schon farblich anders hinterlegt ist. Und darüber können wir jetzt quasi auch noch die Farbe des Plugins einstellen. Und da haben wir jetzt 9 unterschiedliche Farbkonzepte, unter denen wir auswählen können. Ich persönlich war jetzt eigentlich mit dem Dark oder ich fand auch das Warm ganz schön. Die haben mir jetzt auf den ersten Blick am besten gefallen. Ich glaube, standardmäßig ist Dark auch ausgewählt und das lassen wir jetzt auch einfach mal für das Beispiel und schließen den Button wieder. Der auffälligste Regler am Plugin ist auch gleich der, der uns dann im Endeffekt die ganze Magie des Plugins näher bringt, und das ist dieses magische rote Dreieck, das wir hier oben links finden. Das Ganze ist standardmäßig auf 33% Dry-Signal, 33% Single-Clipper-Saturation und Multiband-Saturations-Clipper auf 33% gestellt. Das bedeutet, im Vergleich zum Standard-Clip, zum Ash-Clipper von Akustica Audio oder auch zum Gold- oder Orange-Clip von Schwabe Digital, haben wir einen Multiband-Saturations-Clipper, der quasi über verschiedene Frequenzbereiche agieren kann und wir unseren Frequenzbereich so stark saturieren oder klippen können, wie wir das wollen. Das ist ein deutlicher Vorteil zu den anderen Plugins. Und dieses magische Dreieck ermöglicht noch zusätzliche Soundkreation, da ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte jetzt das Plugin im 100% Singleband benutzen, das heißt, der Multiband-Clipper-Saturator wird komplett gebypassed. Oder ich schiebe das Ganze auf 50% Single, 50% Multiband und kann aus beiden das Beste rausholen sozusagen, also so einen Mix aus beiden kreieren. Oder ich sage, alles klar, ich habe jetzt meine Saturation und meinen Clipper eingestellt. Ich möchte mir jetzt aber wieder ein bisschen was vom Originalsignal holen und schiebe dann diesen Pfeil einfach wieder ein bisschen nach oben in die Dry-Richtung und kann sozusagen die Originaltransienten, die wir gegebenenfalls jetzt ein bisschen übersaturiert oder übergeklippt haben, wieder herstellen und wieder Originalsignal dazufahren. Und das Ganze bietet uns unfassbar viele Möglichkeiten, unseren eigenen Clipping- und Saturationssound zu finden. Und ich glaube, das ist eigentlich im Endeffekt auch das, was die Besonderheit oder die Magie dieses Plugins ausmacht. Also damit will ich auf jeden Fall nachher ein bisschen rumspielen und rumexperimentieren. Ansonsten finden wir unter diesem roten Dreieck den Drive-Regler, mit dem wir dem Plugin mehr Input-Signal zur Verfügung stellen können, um sozusagen Lautstärke zu erzeugen, aber auch mehr Saturation und Clipping auf unseren Sound draufzulegen. Und sollte das Plugin gegebenenfalls schon zu viel machen, wenn der Regler auf 0 steht,
können wir natürlich auch den Input-Regler nach links schieben, um wieder etwas Signal rauszunehmen, um nicht ganz so starke Effekte zu erzeugen. Oder wir könnten in dem Beispiel vielleicht auch das Dreieck benutzen und das mehr in die Richtung Dry schieben. Unterhalb des Drive-Reglers haben wir noch Offset und Knee, und wenn ich diese beiden Regler mal benutze, sehen wir schon, wie sich das Verhalten des Clippers hier drüben im Analyzer verändert. Hier können wir sozusagen unsere Transienten etwas besser schützen, dass die nicht ganz so stark saturiert oder geklippt werden. Und über Doppelklick auf die jeweiligen Regler kann ich die Ursprungseinstellungen wiederherstellen, um die getroffenen Einstellungen wieder zurückzusetzen, was ich auch relativ praktisch finde, um Änderungen schnell wieder rückgängig zu machen im Plugin. Unterhalb dieser Single-Band-Bearbeitung finden wir dann auch unseren Multiband-Clipper, den wir nutzen können. Und welche Frequenzbereiche eingestellt sind, sehen wir hier oben überhalb unseres Analyzers. Die kann ich dann einfach anklicken und gegebenenfalls die Lows noch tiefer ansetzen, um die Crosspoints sozusagen zu verändern und anzupassen an meine Soundquelle. Ja. Dieser Multiband-Clipper-Saturator wird dann auch mit unterschiedlicher farblicher Kennzeichnung im Analyzer dargestellt. Ich spiele jetzt mal Sound an, aber keine Sorge, ich habe den Master Fader gebypasst, sodass ihr jetzt nicht gleich hier vor Lautstärke in die Knie geht. Ihr könnt euer Headset also erstmal auflassen und auf der gleichen Lautstärke weiterhören. Ich spiele jetzt mal Sound an und ihr achtet mal auf den Analyzer, wie die unterschiedlichen Frequenzbereiche farblich gekennzeichnet werden. Bei den jeweiligen Skalen sehen wir auch gleich, wenn sich an dem Clipping-Verhalten etwas ändert. Dafür linke ich jetzt mal alle meine Frequenzbereiche und ziehe die Regler hier einfach deutlich auf. Dann wird nämlich auch bei den unterschiedlichen Frequenzbereichen farblich gekennzeichnet, wenn sich am Verhalten der Lautstärke etwas ändert und wenn Saturation und Clipping stattfindet. Das bedeutet, hier haben wir auch nochmal einen visuellen Effekt, wenn etwas passiert mit den unterschiedlichen Frequenzbereichen, was sehr, sehr, sehr cool ist auf jeden Fall. Ansonsten sehen wir, wie die unterschiedlichen Clipper in den Frequenzbereichen jetzt hier greifen. Ich setze nochmal alles zurück und deaktiviere mal den Link-Button und schicke jetzt einfach mal mehr Input-Signal in den Tiefen rein. Und dann sehen wir auch schon die farbliche Kennzeichnung. Der Threshold hier an der Stelle geht jetzt runter und das Ganze können wir dann dementsprechend auch für unsere weiteren zwei Frequenzbereiche treffen. Und das Ganze wird auch unterschiedlich im Clipper dargestellt und ich sehe auch gleich, wie sich die unterschiedlichen Frequenzbereiche lautstärkemäßig verändern, sollte ich einen der Regler hier benutzen. Kommen wir noch zu meiner persönlichen Lieblingsfunktion des Plugins und die finden wir im oberen rechten Bereich des Plugins. Und zwar ist es die Match-Funktion, die automatisch ermittelt, wie stark der Output angepasst werden muss, um beim Vorher-Nachher-Vergleich beim Bypassen des Plugins keine Lautstärkeunterschiede wahrzunehmen. Und dadurch kann ich natürlich sehr, sehr präzise Entscheidungen treffen, ob das Plugin gerade einfach nur den Sound lauter macht oder ob es wirklich eine positive Auswirkung im Bereich der Saturation oder des Clippens hat und mir das Ganze auf meinem Song gut gefällt oder dementsprechend auch nicht. Das Ganze funktioniert in Echtzeit, also auch noch ohne Latenz und hat natürlich dadurch einen großen Vorteil zu den Konkurrenten, die derzeit am Markt bestehen. Beispielsweise bei Akustika Audio ist es so, dass wenn ich die Bypass-Funktion nutze, dass ich immer eine Sekunde die Unterbrechung des Signals habe, in der kein Sound spielt und meine Ohren sich sozusagen nicht instant auf die veränderte Audioquelle einstellen können. Das funktioniert im Kraftuhr-Plugin wirklich unfassbar gut. Ich habe keine Verzögerung, keine Latenz, wie auch immer sie das geschafft haben. Ist ein ganz, ganz großer Win für das Plugin, um wirklich präzise Entscheidungen im Mixing oder vor allem auch im Mastering treffen zu können. Das Ganze funktioniert nur, wenn ihr die integrierte Bypass-Funktion des Plugins rechts daneben nutzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier bypassen würde, würde der Output also automatisch reguliert werden. Nutzen wir die Bypass-Funktion unserer DAW, wird natürlich auch die Match-Funktion dementsprechend gebypassed und deswegen funktioniert dann kein ordentlicher A- und B-Vergleich mehr. Nutzt das ruhig im Plugin, ich habe damit jetzt meine Erfahrungen gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Jetzt haben wir aber lang genug geschnackt, jetzt wollen wir auch wissen, wie das Ding klingt. Ich habe dafür erstmal alle Einstellungen auf die Standard-Settings zurückgestellt. Bis auf die Match-Funktion, die ich gerne nutzen möchte, um mich wirklich auf den Sound des Plugins fokussieren zu können und nicht durch die Lautstärke drüben zu lassen. Wir werden das Ganze jetzt auf einem Instrumental-Bus anwenden und gucken, wie sich das Ganze verhält, wenn ich das einmal über alle Instrumente drüber laufen lasse.
wie sich die Saturation und vor allem auch der Clipper verhält und bis wohin wir das Ganze treiben können, bis es anfängt zu verzerren. Ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach ein bisschen mit dem Plugin rum und ihr dürft euch mal zurücklehnen und zuhören. Ich habe den Drive-Knob jetzt 12 dB nach oben geschoben, bis wir die erste hörbare Verzerrung wahrnehmen konnten bei den Drums im unteren Frequenzbereich. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ich probiere jetzt mal mit Offset und Nähe dem Ganzen noch ein bisschen entgegenzuwirken, um die Verzerrung wieder etwas zu reduzieren. Da merken wir jetzt schon, dass die Verzerrung leicht abnimmt und der Clipper deutlich smoother reagiert, vor allem auf die Signale der Transienten. Ich ziehe jetzt trotzdem den Drive-Regler noch mal ein bisschen nach hinten. Das wäre jetzt so mein Vorgehen gewesen, um die richtige Einstellung für Offset und Knee zu finden, um den Clipper auf den jeweiligen oder beziehungsweise auf die Audioquelle einzustellen. Jetzt steigen wir mal in die Multiband-Saturation und in das Multiband-Clipping ein und hierfür schalte ich mir jetzt auch die einzelnen Bänder solo, sodass ich mich nur auf den Frequenzbereich konzentrieren kann. Bei den Drums würde ich gar nicht so weit gehen, die sind schon relativ laut und sehr, sehr voluminös. Da will ich nicht noch zusätzliche Obertöne erzeugen. Wir machen weiter mit den Mitten. Gefällt mir relativ gut jetzt noch die Höhen. Die können wir ein bisschen stärker pushen, da die Saturation das Ganze so ein bisschen crispy cleaner klingen lässt und mir das irgendwie gerade gefällt bei den Höhen. Also das Ganze klingt irgendwie ein bisschen aufregender und viel, viel präsenter, durchsetzungskräftiger. Jetzt probieren wir mal noch, was wir für eine Einstellung mit dem magischen roten Dreieck finden können. Jetzt ist das Ganze noch viel, viel subtiler, aber man hört einen deutlichen Klangunterschied. Ich nehme jetzt mal die Match-Funktion raus und wir achten jetzt mal auf die Lautstärke. Gleich die Vorwarnung, es wird jetzt deutlich lauter. Also alle, die ihr Headset schon auf Maximum gedreht haben, dreht ein bisschen runter, sicherheitshalber.
gesamten Kontext gefallen mir die Höhen jetzt nicht mehr ganz so dolle. Die nehme ich wieder ein bisschen raus. Aber Wahnsinn, was wir jetzt schon mit den wenigen Tweaks ausmachen konnten. Das Signal ist wirklich deutlich, deutlich präsenter und wir haben auch ordentlich an Lautstärke gewinnen können. Wie viel gucken wir uns jetzt mal an im Analyzer-Tool. Da sind wir jetzt so bei minus 13, minus 14 LUFS. Jetzt mache ich mal Kraftuhr an. Da liegen wir jetzt also relativ genau bei minus 11 LUFS, haben also 2 bis 3 dB Lautstärke gut gemacht und vor allem noch eine positive Gesamtauswirkung auf das Soundbild gehabt, ohne einen Limiter verwenden zu müssen. Natürlich haben wir an der ein oder anderen Stelle Dynamics eingebüßt, aber durch die Saturation und die Erzeugung der Obertöne haben wir natürlich auch eine deutlichere Präsenz des gesamten Instrumentals geschaffen an der Stelle. Und das war auch schon mein erster Eindruck zum neuen Kraftuhr-Plugin von Sound Fury. Wie gesagt, im heutigen Video sollte es nur um den ersten Eindruck und um das Gewinn einer Übersicht über die einzelnen Regler und die Auswirkung auf das Soundbild gehen. Ich werde noch ein Video machen, wie ich das Ganze in meinen Mastering-Prozess einbinden würde und was es dort für positive Auswirkungen auf den Sound haben kann. Schreibt mir doch gerne mal in die YouTube-Kommentare, wie ihr das Plugin findet und ob ihr euch das Ganze zulegen werdet. Das kostet nämlich derzeit im Intro-Sale nur 70 Euro und ist im Vergleich zur Konkurrenz wie beispielsweise die Clipper von Schwabe Digital deutlich erschwinglicher und bringt einen unfassbar guten Sound mit sich. Und es ist Multiband, also hat sogar noch eine kleine Funktionalität mehr. Und ich finde, für den Preis kann man eigentlich nichts falsch machen. Da wir gerade auch im Bereich des Masterns in der Box nur sehr limitierte, gute Plugin-Optionen haben, werde ich auf jeden Fall probieren, das in meiner Mastering-Kette fest mit einzubinden, da ich von dem Sound bis jetzt sehr überzeugt bin. Ich werde also in den kommenden Wochen noch ein Video zu Kraftuhr rausbringen und euch das Ganze noch ein bisschen genauer vorstellen, wenn man das im Mastering benutzen würde. Zurzeit bin ich auch unfassbar motiviert, wieder mehr Videos zu bringen, da ich zum einen Urlaub habe und zum anderen 2 Kooperationen für mich gewinnen konnte, die ich euch jetzt in den kommenden Wochen aufbereiten werde und vorstellen möchte. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten bleibt mir für heute nicht mehr übrig, als jedem von euch noch einen angenehmen Restsonntag zu wünschen. Wir sehen uns versprochen nächste Woche wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche morgen. Euer Jeff.